Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing von mir. Heute packen wir wieder ein Gameboy Homebrew aus. Und zwar von Ferrante Craft Games. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal auch schon gehabt hier. Zum Beispiel Black Castle, was ja auch ein Jump'n'Run-Spiel ist, was ich eigentlich sehr schön fand, was es erst nur als Modul gab und jetzt aber auch mit OVP. Das hat er dann noch nachgeliefert. Hat er richtig klasse gemacht. Und hier bei Gameboy Wordly ist halt so ein Wortspiel. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, was man genau wie machen muss. Das Schöne ist aber, das Spiel ist auf Deutsch. Leider bin ich da ein bisschen auf eine Sache reingefallen, sage ich mal. Das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, also nicht reingefallen. Ich habe es halt falsch verstanden. Und zwar hatten wir auf Instagram ein Foto gepostet, wo es eine OVP in Deutsch auch gab. Ne? Deutsche Bedienungsanleitung, so stand dann drauf. Da habe ich gedacht, cool, wenn du das Spiel dann in Deutsch bestellst, dann hast du auch eine deutsche OVP. Dann wundere mich dann, warum ich hier die englische OVP bekommen habe. Hat sie dann in den Kommentaren da nachgefragt von demjenigen, der das anscheinend da irgendwie haben wollte. Und der hatte mir dann geschrieben, dass das so eine einmalige Sache nur für ihn war und das kein Standard dabei ist. Ja, also wenn ihr das auch gesehen habt und ihr bestellt das Spiel, dann wundert euch nicht, dass das hier auf Englisch ist. Das ist tatsächlich immer dann auf Englisch, nur die Datei auf dem Modul. Die ist jetzt bei mir in dem Fall Deutsch. Du kannst halt mehrere Sprachen auswählen. Und ich bin ja im Englisch nicht so ganz mächtig und brauche dann sowas auf Deutsch. Natürlich schade, wenn man da auf Instagram sieht, dass es so eine OVP in Deutsch tatsächlich einmal dann gegeben hat. Könnte man ja eventuell dann auch generell anbieten, so als kleine Idee. Ich weiß nicht, wie viel aufwendiger sowas ist, das dann zu berücksichtigen, wenn man das Spiel auf Deutsch vielleicht, dass man dann auch die OVP auf Deutsch macht oder Französisch, Spanisch, was auch immer. Ne? Gab verschiedene Sprachen zur Auswahl, ich habe jetzt aber nicht alle im Kopf. Aber es ist trotzdem schon mal allein so die Idee, dass man das, dass er das gemacht hat, finde ich schon mal ganz cool. Und könnte man ja auch wieder später mal irgendwie auch für andere Projekte anbieten. Gerade bei sowas, wo es dann halt verschiedene Sprachausgaben so gibt, ist das natürlich eine ganz feine Sache. Aber sag mal, ist ja alles noch so ein bisschen am Ausprobieren und so. Aber ich habe den im Blick und das ist schon echt cool. Also er macht auf Instagram, zeigt auch mal so seine Platinen, hat er irgendwie neue Platinen gehabt jetzt für die Spiele und so. Da bin ich mal gespannt, was wir da noch so zu sehen bekommen. Momentan habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Ferrante Crafts sich quasi zu den Burgstudios für die Gameboy-Spiele entwickelt. Und das wäre natürlich ziemlich cool, weil die Burgstudios selber haben ja gar keine Gameboy-Spiele im Angebot, sondern nur NES und Sega Mega Drive. Und wenn es dann halt sowas auch für Gameboy-Spiele gibt, ist es natürlich umso schöner, weil Gameboy-Homebrew-Markt ist auch ein großer Markt, sehr beliebter Markt. Von daher bin ich halt guter Dinge, dass wir sowas da auch immer schön zu bekommen haben. Tja, wie gesagt, Gameboy Wordly, so sieht's erstmal von vorne aus. Auch schön diesmal hier an der Seite gemacht. Das hatte ich ja bei dem Dinos Adventure kritisiert, dass es einfach nur blau war. Hier ist es wirklich dann auch schön überall umgesetzt, dass man es schön im Regal tun kann. Also eine sehr schöne OVP auch wieder. Und der hat auch echt schönen Druck, ne? Also der ist auch, wird auch schön sauber gearbeitet. Nicht so wie jetzt hier bei den letzten Unboxing hier bei den Gelatinos. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an. Der ist wirklich sauig gearbeitet worden. Und deswegen freut es mich dann, dass er hier das so ganz anders und schöner handhabt. Zu dem Spiel, ich hab's noch nicht gespielt. Man sieht jetzt hier so ein bisschen, man muss irgendwie so, ja, ich dachte mal jetzt einfach mal so Scrabble-mäßig Wörter kreieren zur Seite und auch von oben nach unten. Weiß nicht, ob das da irgendwie Sinn ergeben muss, weil hier das mit den Farben. Ich hatte ja gehofft, dass ich dann mit der Bedienungsanleitung das lesen kann, aber da muss ich mich mal mit einem Google-Übersetzer hinsetzen. Die ist auch wieder schön gestaltet worden, die Bedienungsanleitung. Aber jetzt, ich kann das so nicht so ganz raus verstehen, was man wie machen muss und muss auf jeden Fall irgendwie Wörter finden und kreieren. Aber es ist auf jeden Fall beschrieben. Hier, der Druck ist auch wieder ganz schön. Es ist jetzt einfach nur ja, zwei Seiten. Ist ein bisschen schade, sage ich mal. Man könnte es noch mit ein bisschen Bildern oder so schöner gestalten. Aber es ist das, was man braucht, ist da. Ne? Von daher alles gut. Kann man machen, kann man schöner machen, ist aber definitiv nicht schlimm. Und hier hinten nochmal die ganzen Logos und so, das ist schon gut gemacht. Es wirkt nur so ein bisschen wenig. Das Modul, zack,
ist auch wieder in so einer Schutzhülle. Und hier ist es dann auch wirklich so, dass die auch da reinpasst. Das war nämlich bei dem Spiel auch eben nicht der Fall, dass die Schutzhülle, die habe ich halt draußen, weil die passt überhaupt gar nicht in die OVP mit rein, was dann natürlich sehr schade ist. Dann hast du das Spiel nicht in der Schutzhülle. Und hier ist halt auch wieder sauber gearbeitet worden. Man sieht schon die Platine. Und ja, der Sticker gut drauf. Der passt auch, ist zentriert und nicht irgendwie zu weit runtergerutscht oder sonstiges. Und wir können ja mal kurz reinleuern. Schauen wir gerade. Ne, das ist der Dreiflügel. Wir brauchen den hier. Ich finde es halt auch ganz cool, dass er die Platinen so verschiedenfarbig hat. Das hatte ich in einem anderen Unboxing auch schon mal erwähnt gehabt. Jetzt hier hat er ja mit dem Wordly das in so einem gelben Stil vom Layout her. Und dann ist es natürlich cool, wenn auch die Platine einfach so gelb ist, weil sie alle hier so durchsichtig sind. Bei manchen Spielen könnte man ja sogar die Farbe der Platinen sich aussuchen. Und so hat das halt einfach immer passend zu dem gesamten Spiel auch eine passende Farbe. Das finde ich ziemlich cool, dass es dann einfach nicht nur 0815 alles gleich ist. Tja, ein Chip ist drauf. So sieht es aus. Ne? Gibt halt verschiedene Varianten, die er da hat, je nach Bedarf, gerade was die Speichergrößen wohl angeht. Ja, ich wollte mir das Spiel mal anschauen. Ich habe gedacht, dass wenn ich verstanden habe, wie es geht, können wir uns das dann mal in einem Stream mal zusammen einfach spielen, wirklich. Etwas, was ich nicht nur von mir so hin quasi spiele, sondern wirklich dann mit den Zuschauern zusammenspielen kann, dem man dann die Worte da raten. Aber ich muss mich mal an einen Google-Übersetzer mit der Anleitung setzen oder vielleicht auch mal ein YouTube-Video gucken, wie das Ganze zu funktionieren hat, durchzublicken. Hat er jetzt erstmal nur einmal gestartet, um zu gucken, ob das Modul denn, also die Spieldatei auch die deutsche ist, weil das habe ich ja ausgewählt. Dann hätte er ja erst gedacht, das ist die englische, habt ihr das falsche bekommen. Aber nein, das Spiel ist auf Deutsch, nur die OVP und das Booklet ist hier auf Englisch. So, soviel zu GB Wordly von Ferrante Crafts. Ich bin eigentlich gespannt, was wir noch zu sehen bekommen von dem. Er hat jetzt auch noch ein anderes Spiel, was vorher nur als Modul war, mit OVP bestückt gehabt, aber das war, glaube ich, irgendwie nichts für mich, das Spiel, deswegen gucken, da muss ich mal ein bisschen schauen, aber ich hoffe, dass dann auch viele coole neue Sachen kommen. Es wird ja ständig Neues entwickelt für den Gameboy, auch in der Homebrew-Szene, deswegen denke ich mal, können wir daran dennoch einige schöne Sachen erwarten. Ich bin gespannt. Wie fandet ihr das Video? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Wisst ihr, wie das Spiel funktioniert? Da schreibt mir besonders das in den Kommentaren, dann muss ich da mich keinen abwürgen hier mit dem Google-Übersetzer, wenn ihr mir das erklären könntet. Und ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.